heute hier am Österreichischen Institut für internationale Politik und haben die Ehre, mit Dr. Vedran Džihić zu sprechen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Wien und ist in Prijedor in Bosnien-Herzegowina geboren. 1993 ist er mit seiner Familie aus Bosnien geflüchtet im Zuge des Krieges, nach Österreich gekommen, hat hier maturiert und dann Politikwissenschaften zu studieren begonnen. 2008 auch auf diesem Gebiet seine Doktorarbeit eingereicht und mit Auszeichnung promoviert. Herr Dr. Džihić, danke für die Einladung. Danke, dass wir heute mit Ihnen sprechen können. Sie sind auch, wir haben herausgefunden, leidenschaftlicher Basketballspieler. Sind Sie noch aktiv? Naja, das ist eine ganz gute Frage. Ich bin aktiv, ich spiele in der Wiener Landesliga. Wiener Landesliga. Und ich versuche aktiv zu sein. Allerdings merkt man dann auch die Last des Alters, die auf den Schultern irgendwie immer stärker hinunterdrückt. Und wenn man dann gegen die Jungen spielt, die 20-Jährigen, dann denkt man daran, eher in die Seniorenmannschaft dann irgendwann hinüberzuwechseln. Nein, aber Basketball ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens gewesen und ist es weiterhin. Okay, sehr gut. Genau, Sie sind ja als 17-Jähriger nach Österreich gekommen. Sie waren zuerst im Flüchtlingslager Dreiskirchen und dann haben Sie, glaube ich, im Burgenland gelebt mit Ihrer Familie. Wie waren eigentlich da die ersten Eindrücke? Hat Sie das recht stark geprägt? Also so dieses neue Umfeld in Österreich, wie hat das auf Sie gewirkt am Anfang? Ja, eine extreme Erfahrung, die prägt immer sehr stark. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen, nicht nur aus Bosnien, aber auch vor allem aus Bosnien, aus diesen 90er Jahren mitgenommen haben. Die Erfahrung des Krieges, die Erfahrung der Flucht, die Erfahrung der Begegnung mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, mit einem anderen Umfeld, das ist ganz einfach im Leben jener Menschen, die das einmal mitgemacht und durchgemacht haben, ist es eine Zäsur. Ja. Und diese Zäsur, die eben fast die Hälfte der bosnischen Bevölkerung auch während des Krieges direkt erlebt hat durch die Flucht und die andere Hälfte durch die Kriegsereignisse, ist natürlich etwas, was prägend ist und was bis ans Ende des Lebens auch ein Bestandteil der eigenen Persönlichkeit bleibt. Und wie haben Sie das Umfeld, also Österreich, wahrgenommen, so Ihre ersten Eindrücke von diesem Land hier? Naja, wir wollten nicht oder haben nicht als Ziel Nummer 1 Österreich gehabt. Wir wollten ursprünglich nach Kanada auswandern, haben dann Dreiskirchen und Wien als eine Zwischenstation gesehen und sind mehr oder weniger dann zufällig vor allem in Dreiskirchen gelandet, also war das dann die einzige, im Jänner 1993, als wir kamen, die einzige offene Anlaufstation noch war zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man dann in ein Land hineinkommt, das man nicht gewählt hat, in ein Land, das man nicht kennt, in ein Land, dessen Sprache man nicht spricht, ist der erste Eindruck sehr stark, weil man etwas sieht, was man bis jetzt nie gesehen hat. Das sind sehr starke Eindrücke, die man zu verarbeiten hat. Aber es ist dann auch vor allem auch das Gefühl des Fremdseins. Also man fühlt sich in dieser Gesellschaft, die man nicht kennt, weil man sie nicht kennt, fremd. Und man wird auch von der Gesellschaft, die einen in dieser Form bislang nicht gekannt hat, als fremd angesehen. Und das ist dann in der Tat ein langsamer Prozess. Und dieser Prozess vollzieht sich über Wochen und Monate und Jahre, bis man die Gesellschaft kennenlernt, bis einem die Gesellschaft auch zulässt, dass man sie kennenlernt, bis man sich so weit öffnet, dass man auch bereit ist, diese Gesellschaft auch zur eigenen Gesellschaft zu machen. Und das ist ein Prozess, der sich manchmal schnell abspielen kann. In der Regel dauert er länger. Und es gibt auch viele Fälle, wo es auch dann das ganze Leben lang andauert, diese Position in der Zwischenzone. Für viele Bosnier und Bosnierinnen, die in den 90er Jahren kamen, ist Österreich zur zweiten Heimat geworden. Sie haben die Staatsbürgerschaft bekommen. Sie sind, so wie Sie, vielleicht auch in Österreich geboren oder auf die Welt gekommen. Aber es gibt auch einige, die auch heute noch mit ihrer Seele oder mit ihren Gedanken stärker in Bosnien sind als in Österreich. Und das ist dann irgendwie so ein fließender Prozess. Ja. Gerade auch wahrscheinlich die ältere Generation. Genau. Je älter natürlich die Leute waren, als sie auch hergekommen sind, umso stärker ist das, bleibt wahrscheinlich dieser erste Eindruck auch, dass man trotzdem irgendwo fremd bleibt. Das ist menschlich völlig nachvollziehbar. Interessant ist, dass es aber eigentlich auch heute nach wie vor viele Leute, auch vor allem junge Menschen gibt, die versuchen, aus Bosnien in Richtung EU
praktisch wegzuziehen. Da geht es wahrscheinlich mehr um ökonomische Gründe. Da gibt es verschiedene Zahlen. Ist natürlich fraglich, wie zuverlässig die sind, die von bis zu 80.000 Leuten sprechen in den letzten 2 Jahren, also 2014 und 2015. Wie kann man sich das vorstellen? Also warum ist das immer noch so ein großer Reiz auch für junge Leute, dass man sich komplett verabschiedet und sagt, ich versuche es woanders? Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Also das ist ein Phänomen, das wir aus vielen osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten kennen. Das ist ein Phänomen, das man mittlerweile auch auf der globalen Ebene betrachten kann. Auch das, was wir jetzt in der jüngsten Flüchtlingsdebatte, auf dieser Fluchtbewegung erlebt haben, sind einerseits Flüchtlinge, aber zugleich auch sehr, sehr viele Menschen aus Afrika, aus dem Mittleren Osten, Nahen Osten, aus der arabischen Welt, die im Westen und in der EU oder in Europa die Verheißung eines besseren Lebens sehen. In Bosnien spezifisch gibt es, so wie auch in Serbien oder in Albanien oder in Mazedonien, es gibt, oder Kosovo, gibt diesen sehr starken Migrationsdruck innerhalb der Gesellschaft. Also der setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Es ist einerseits so, dass natürlich die Situation in diesen Ländern im Vergleich zu jenen Staaten in der EU wie Deutschland und Österreich ökonomisch, sozial und auch was die Lebenschancen allgemein angeht, sehr viel schlechter ist. Die Schulausbildung leidet unter vielen Problemen, die Universitäten sind zu voll oder auch haben ein zu schlechtes Ausbildungsniveau. Die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt sind gerade für die jungen Menschen, also wenn sie nicht in entsprechenden Netzwerken teilweise klientelistischen Netzwerken sind, also sehr, sehr eng. Das heißt, es gibt sehr viele, wie man so sagt, Push-Faktoren. Also Push-Faktoren in der Migrationssprache sind jene, die in den einzelnen Ländern dazu beitragen, dass die Menschen sich auf den Weg machen. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch allgemeine Pull-Faktoren. Und Pull-Faktoren sind eben die Anziehungskräfte, die auf diese Menschen wirken. Diese Anziehungskräfte können realer Natur sein. Das heißt, natürlich gibt es in Österreich einen besseren Lebensstandard. Natürlich ist das Sozialsystem besser, sind auch die Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten besser. Diese sind aber nicht automatisch jedem gegeben. Also für diese muss man kämpfen, die muss man sich erarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es dann eben vorgestellte Faktoren, das heißt Imagined Factors, also wo man dann immer dieses Imaginarium des Westens vor Augen hat, also wo eben angeblich im Westen alles leichter ist, alles transparenter, wo man dann am Ende des Weges folgend diesem amerikanischen Märchen vom Tellerwäscher zu einem normalen, nicht zum Millionär, aber zu einem normalen Mitglied einer Gesellschaft, also diesen Aufstieg machen kann. Und das ist diese Verheißung des Westens, also die auch global wirkt, das ist eben eine Anziehungskraft, die wirkt auch im bosnischen Fall. So ist es für die jungen Menschen auch dann die Möglichkeit zu sagen, also ich habe woanders bessere Chancen, auch wenn die besseren Chancen, die man sich erwartet, eben einerseits nicht automatisch gegeben sind und andererseits auch zunehmend schwieriger zu bekommen sind, also weil auch die soziale, ökonomische Lage in vielen Ländern des Westens auch sehr prekär ist für viele und der automatische Aufstieg für die meisten in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist. Okay. Jetzt, wir haben auch ein bisschen Literatur natürlich durchforstet. Sie schreiben in Ihrem Buch Europa verflucht begehrt, dass der Abschied von Dayton die einzige Antwort, logische Antwort auf den aktuellen Stillstand auch in Bosnien ist, weil natürlich die ökonomischen Probleme, auch Universitäten haben Sie angesprochen, hat natürlich auch was mit der Politik zu tun. Inwiefern spielt Dayton eine Rolle nach wie vor, wenn es um diesen Stillstand und dieses also ständige praktisch dahingehen dieser ganzen Faktoren ohne irgendeinen merkbaren Fortschritt geht? Ja, Dayton ist in der jüngsten Geschichte Bosniens ein Meilenstein. Es ist ein Meilenstein, weil durch das Dayton-Abkommen der Krieg beendet wurde. Das heißt, man könnte auch sagen, ein positiver Meilenstein in diesem Sinne. Es ist aber auch ein Meilenstein, was die Entwicklung der bosnischen Postkriegsstaatlichkeit betrifft. Und dieser Meilenstein, der eben am Beginn in der Tat eine Rettungsweste war, ist im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Zwangsjacke geworden, um hier eben auch den ehemaligen Hohen Repräsentanten Wolfgang Petritsch zu zitieren, der immer diese Phrase verwendet hat, also von einer
Rettungsjacke, Rettungsweste hin zu einer Zwangsjacke. Warum Zwangsjacke? Erstens einmal war das Dayton-Abkommen selbst ein sehr ungewöhnliches Abkommen. Das heißt, ein Abkommen und eine Verfassung, die einem Land gegeben wird, nicht in der Sprache des Landes und auch nicht innerhalb des Landes, sondern eben außerhalb der Grenzen von Bosnien-Herzegowina, eben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Zweitens war dieses Abkommen garantiert eben von den Nachbarstaaten und von der internationalen Staatengemeinschaft. Und drittens hat dieses Abkommen einen unmöglichen Spagat versucht. Also es hat einerseits versucht, teilweise die Ergebnisse des Krieges anzuerkennen, damit überhaupt eben ein Friedensschluss zustande kommt, zugleich Mechanismen einzubauen, die dem entgegenwirken sollen im Laufe der Zeit. Und dieser Widerspruch zwischen einerseits den Status quo anerkennen, damit man weitergehen kann, zugleich mit bestimmten Maßnahmen den Versuch zu starten, dass man das umkehrt durch die Rückkehr der Flüchtlinge, durch die Rückkehr des Eigentums, durch die Wahlen, durch die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft. Also dieser Widerspruch ist bis heute geblieben, also der ist nie ganz aufgelöst worden. Und es hat sich gezeigt, dass dieses ethnische Paradigma, das im Dayton steckt, das heißt die Reduktion des Bürgers von Bosnien-Herzegowina auf einen ethnischen Bürger und noch dazu nur auf drei ethnische Bürger, auf die Bosniaken, Serben und Kroaten. Dieser Versuch hat eben zu einer sehr negativen Dynamik im Land geführt, also wo dann die politischen Eliten und auch teilweise die Menschen selbst diese Differenzen, die in den 90er Jahren zutage getreten sind, immer wieder verwendet haben und instrumentalisiert haben, um sich selbst in ihrer Position zu bestätigen, um auch bestimmte Vorteile für sich selbst zu gewinnen und so weiter. Und jedenfalls hat das dazu geführt und führt das auch heute noch dazu, dass dieser ethnische Negativismus, ein negativer ethnischer Wettbewerb im Vorfeld der Wahlen, in den Institutionen, in der parlamentarischen Versammlung und so weiter, das Land bremst. Das heißt, der Konsens jenseits des Ethnischen ist in diesem Land aufgrund der Bestimmungen des Dayton-Abkommens verunmöglicht worden oder sehr, sehr stark erschwert worden. Und zugleich auf der anderen Seite der Medaille stellt sich diese Frage, wie haben diese Elemente gewirkt, die hätten verhindern sollen, dass eben dieses Ethnische und das Kriegerische, also diese Gewalt, die in das Land hineingeschrieben wurde, dass diese wieder wegkommt aus dem Land. Also eben Bestimmungen wie Rückkehr der Flüchtlinge, Rückkehr des Eigentums, freie Wahlen, von denen man sich versprochen hat, dass sie auch andere Eliten zutage fördern und dann auch eine gewisse Rationalisierung durch den ganz normalen Alltagsfortschritt, den man erreichen will. Diese Elemente waren dann, und das zeigt sich im Nachhinein, nicht stark genug, um das Negative des ethnischen Paradigmas abzustimmen. Und so spricht man heute, also ich habe eben in meinem Buch dazu auf vielen Seiten versucht, das zu begründen und ergründen, also diese Ethnopolitik, die auch heute sehr stark vorhanden ist. Man spricht eben tatsächlich von einem ethnischen Konkordanzsystem, wo eben die mittlerweile sedimentierten ethnischen Vorurteile über den jeweils anderen zu einer politischen Wahrheit und Tatsache verkommen sind, die man, wie man auch in Bosnien sieht, im politischen Alltag, im gesellschaftlichen Alltag sehr schwer durchbrechen kann. Stichwort, also Schutzweste bzw. Rettungsweste Dayton. Ist es jetzt eigentlich auch so, dass es wird ja ständig auch jetzt die Integrität Bosniens in Frage gestellt, also wenn wir uns alleine schon dieses Referendum anschauen, jetzt im Herbst, ist Dayton dann irgendwo auch ein Schutz, der irgendwie zuletzt dann doch noch garantiert, dass dieser Staat eins bleibt? Wie könnte das auch schon in Zukunft, wenn man jetzt wirklich hier verfassungsmäßig was ändern will, führt das dann dazu, dass diese Stimmen noch lauter werden für Spaltung und so weiter? Ja, das ist auch einer der Widersprüche von Dayton. Und also Dayton ist im Laufe der Zeit, jetzt hat sich irgendwie losgelöst vom damaligen Zeitpunkt, von der Verfassung und ist zu einer Verschubmasse geworden. Das heißt, mit Dayton hat man oder konnte man und macht man auch heute weiterhin alles, was man will. Das heißt, am Beginn waren alle drei Seiten, sowohl die Bosniaken als auch die Serben und die Kroaten, mit dem Dayton-Abkommen unzufrieden. Dann haben
die Serben zum Beispiel ganz zu Beginn das Dayton-Abkommen sehr stark angegriffen. Also weil sie gesagt haben, also da braucht die internationale Staatengemeinschaft interveniert zu viel hinein. Wir müssen uns irgendwie davon befreien. Also wir müssen einen normalen Status als Bürger haben. Da gab es immer wieder Phasen, wo unterschiedliche Seiten das Dayton bejaht haben und abgelehnt haben. Mhm. Und dieses, ich nenne das Daytonismus, das Spiel, das diskursive Spiel mit Dayton, hat sich bis heute fortgesetzt. Das heißt, heute im Jahr 2016 sind diejenigen, die zu Beginn Gegner waren, die stärksten Befürworter von Dayton geworden. Also wenn man jetzt den politischen Eliten in der Republika Srpska zuhört, dann sagen sie, das, was wir haben, das ist das Minimum, das ist eben das Dayton-Abkommen, das darf nicht angefasst werden. Diejenigen, die zu Beginn zumindest einen Frieden bekommen haben, weil sie die stärksten Opfer waren, die Bosniaken, wären heute politisch, zumindest die Mehrheitsvertreter der Bosniaken, wären heute politisch dafür, dass man das Dayton-Abkommen aufmacht und dass man nochmal die Verfassungsfrage neu stellt, die territoriale Frage nochmal neu stellt und dass man doch den ganzen Staat rekonfiguriert. Und die kroatische Seite, die gerade auch in den letzten Jahren immer unzufriedener zu sein scheint mit diesem ethnischen Kommandantsystem im Land selbst, das aus der kroatischen Sicht ihnen nicht die Vorteile gibt, die sie sich wünschen. Auch die kroatische Seite, und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch verstärken durch die neue kroatische Regierung, sieht eben in dieser Struktur des Landes keine optimale Struktur für die Interessen der Kroaten. Das heißt, wir haben eben von Dayton, von einer Verschubmasse, die mit unterschiedlichen Interessen und auch unterschiedlich instrumentalisiert verwendet wird, haben wir etwas bekommen, was sich eigentlich der Kontrolle entzogen hat. Das heißt, von Beginn an war die Kontrolle über die Umsetzung des Dayton-Abkommens in den Händen der internationalen Staatengemeinschaft, weil diese hat Bosnien dieses Dayton-Abkommen gegeben, von außen aufgezwungen, direkt. Richard Holbrooke, der das durchgeboxt hat, also mit den anderen. Das Land wollte es nicht, es hat es bekommen. Dann gab es eben diese starke Funktion des Hohen Repräsentanten und auch im Laufe der Zeit sehr starke interventionistische Kultur des Hohen Repräsentanten, also vor allem auch bei Wolfgang Petritsch, bei Paddy Ashton. Und dann hat die internationale Staatengemeinschaft in einem bestimmten Moment, so 2005, 2006, begonnen, Finger davon zu nehmen und hat eben Dayton, das sich selbst geschaffen hat, und diese Verfassungsordnung, die sich hinter Dayton versteckt, hat es dem offenen Spiel der unterschiedlichen Kräfte in Bosnien überlassen. Und dieses offene Spiel, das hat dann schon im Wahlkampf für die Wahlen 2006 begonnen, hat sich wieder gedreht in die Richtung der ethnopolitischen Auseinandersetzungen, der Nationalismen, der Instrumentalisierung der ethnischen Frage, des Malens von Ängsten und von Teufeln an die Wand, was in der Tat auch den Fortschritt im Land in den letzten Jahren deutlich gebremst hat und gehemmt hat. Ja, also Ethnopolitik spielt da sicher eine große Rolle. Wir haben einige Zitate hier kurz noch rausgesucht, um es vielleicht auch anhand von Beispielen festzumachen. Dragan Jovic hat zum Beispiel dieses Jahr geäußert, erst vor einem Monat, ich werde Stolac stets als kroatische Region betrachten. Oder ein sehr auch starkes Zitat, sage ich mal so, von Sefer Halilovic: Das, was Milosevic die Republika Srpska nennt, ist der Teil Bosniens und Herzegowina, der mit Massengräbern überdeckt ist. Und egal, wo man anfängt, eine Fabrik auszugraben, gräbt man einen Schädel aus. Oder Milorad Dodik, der gesagt hat, und das ist auch interessant, eher wird die Republika Srpska sich von Bosnien und Herzegowina abtrennen, als dass Bosnien und Herzegowina der EU beitreten kann. Wie ist hier vielleicht auch die Rolle der EU zu bewerten? Ist es wirklich so unwahrscheinlich? Oder, also, es ist ja letztlich die Rolle der internationalen Gemeinschaft hier wahrscheinlich auch entscheidend. Wie kann so eine Annäherung funktionieren? Und ist es vielleicht der mögliche Weg, aus dem Ganzen ein bisschen rauszukommen? Naja, man hat in den 2000er Jahren nicht nur geglaubt, sondern auch daran gearbeitet, dass eben dieses Dayton-Paradigma durch ein Brüssel-Paradigma abgelöst wird. Es gab eben eine sehr starke Politik der EU-Erweiterung, die man eben verstanden hat auch als Demokratisierungspolitik. Das heißt, die Annäherung der einzelnen Staaten des ehemaligen Jugoslawien an die EU war ein Prozess,
indem man von außen die Kraft gesehen hat, die die Gesellschaften transformieren kann, Gesellschaften normalisieren, europäisieren, demokratisieren kann. Es gab dann im Jahr 2003 das große Gipfeltreffen in Thessaloniki, wo die EU mit großer Vehemenz darauf gedrängt hat und gesagt hat, die Zukunft der Staaten wie Bosnien, wie Serbien, Albanien und so weiter gehört, eben in der, wird in der EU sein. Und wir werden alles daran setzen, dass das möglichst schnell passiert. Diese EU-Erweiterungspolitik, auch mit einem sehr starken Element der Konditionalität, und die Konditionalitätenpolitik ist eine, wo man ganz einfach Bedingungen setzt und diese müssen erfüllt werden, damit sich das Land nach vorne bewegt. Also diese Europäisierungspolitik war auch in den Anfangsjahren sehr wirksam. Es gab auch in Bosnien in den Jahren 2, 3, 4, 5 und so weiter auch einige wichtige Reformen. Und auch dann ab dieser Verschlechterung der Lage im Jahr 2006 blieb das eigentlich der einzige Kontext, der gewissermaßen auch eine Zukunftsvorstellung also für die Länder des Westbalkans und damit auch für Bosnien geschafft hat. Das Problem oder die Probleme begannen dann aus eben im Zuge der Weltwirtschaftskrise und auch noch zuvor, dieses Erweiterungsprojekt innerhalb der EU immer schwächer wurde. Und das hat schon 2005 beim gescheiterten Verfassungsreferendum in Holland begonnen und Frankreich. Und dann ging das irgendwie weiter mit der Weltwirtschaftskrise. Und da kam diese Eskapade oder Orgie der Krisen innerhalb der Europäischen Union. Von der Weltwirtschaftskrise hin zur Griechenlandkrise und von der Eurokrise hin zu später Flüchtlingskrise und Migrationskrise, dann zu einer Brexit-Krise und so weiter und so fort. Und die EU selbst ist in den letzten Jahren ganz in einen Sog von Krisen hineingeraten, wo die Erweiterungspolitik, also diese Politik der Transformation von diesen Gesellschaften wie Bosnien, eigentlich immer schwächer wurde. Mhm. Man spricht von Erweiterungsmüdigkeit, man spricht von der Nichtbereitschaft der EU, tatsächlich substanziell diese Länder an sich heranzuziehen. Man zweifelt heute überhaupt daran, ob eben die EU jemals sich wieder erweitern wird und ob sie in dieser Form, wie sie bis jetzt bestand, auch weiter bestehen wird. Also Großbritannien wird jetzt bald die EU verlassen. Das heißt, es gibt ja sehr viele Fragen. Und davon ausgehend muss man dann leider feststellen, dass diese Sogwirkung durch die Schwäche des Role Models im Laufe der Zeit schwächer geworden ist und dass natürlich auch das sich sehr deutlich zeigt. Das zeigt sich in Bosnien, das zeigt sich in Mazedonien, das zeigt sich in Serbien, im Kosovo, in Albanien. Man merkt, dass das Role Model schwächelt, man merkt, dass die politischen Eliten, die dafür zuständig sind, diese Reformen umzusetzen, immer weniger in der Lage sind, mit der EU Wahlkämpfe zu bestreiten, Wahlen zu gewinnen. Man merkt, dass die Menschen auch schon sehr müde sind, weil dieser Prozess sehr lange dauert. Also man sitzt auf der Schulbank und sitzt ein Jahr auf der Schulbank und 5 und 10 und 15 und noch immer tut sich nichts. Also die Noten sind immer schlecht, nicht so gut, es gibt kein Zeugnis und irgendwann beginnt man auch in diesem Warteraum auf dieser Schulbank unruhig zu werden. Das ist jetzt die Situation, die wir heute haben im Jahr 2016. Also wir haben eben einen Widerspruch. Auf der einen Seite ist die EU-Integration unterwegs Richtung EU und Richtung all dieser Werte, die die EU auch propagiert und auch all dieser Prozesse, die in der EU gang und gäbe sind. Das ist der einzige Weg für Bosnien. Das ist auch der einzige Weg für die Region. Das heißt, man braucht mehr von Transparenz, man braucht mehr Rechtsstaatlichkeit, man braucht mehr von gesunden Prinzipien der Marktwirtschaft ohne Korruption, Nepotismus, Klientelismus. Man braucht mehr von guten Ausbildungschancen für die Jugendlichen und so weiter und so fort. Und das ist alles das, was die EU anbietet. Aber dieser Widerspruch besteht darin, dass eben das weiterhin das einzig mögliche Ziel ist, dass aber dieses Ziel zu einer beweglichen Zielfläche geworden ist, die sich so, wie man Schritt für Schritt dem Ziel näher kommt, entfernt sich das Ziel. Und dass aus diesem Grund ganz auch in der Mitte vieles sich auftut. Das heißt, da entsteht dann wieder Platz für neue Nationalismen, da entsteht nochmal der Platz dafür, dass man dann jenseits der EU Wahlkämpfe und Mobilisierung entlang ethnischer Linien betreibt. Da entsteht bei vielen Menschen die Verzweiflung, dass eigentlich doch der einzige Weg darin besteht, sich zu beugen,
die Nähe der politischen Parteien zu suchen, pragmatisch zu sein. Und irgendwie verliert sich dann diese Speerspitze des Reformprozesses. Mhm. Ich will nicht sagen, dass, und das ist ganz wichtig, dass man trotz der dominanten politischen Dynamik in Bosnien nicht den Fehler machen soll, den EU-Demokratisierungsprozess, den Europäisierungsprozess oder auch diese Normalisierung des Landes, die von außen stimuliert wird, dass man das als Ziel begraben soll, ja, und sich woanders hindrehen muss. Aber es ist in der Tat heute sehr viel schwieriger geworden, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Kommen da jetzt eigentlich auch irgendwelche Alternativen sozusagen, die diskutiert werden? Ich meine, wie realistisch ist das, dass man jetzt tatsächlich auch vielleicht sich andere Role Models sucht? Es gibt ja doch irgendwo ein bisschen diese Nähe auch der Serben zum Beispiel zu Russland, der Bosniaken zur Türkei, also in gewissen Schichten, in gewissen Kreisen. Wird das in Zukunft, könnte das stärker werden, beziehungsweise auch eine Rolle spielen, sozusagen als Alternative zur EU, oder gibt es eigentlich keine realistische Alternative? Na, es ist also die Sympathien für andere Länder und andere Role Models ist ja gestiegen. Mhm. Das heißt, wir haben gerade, wenn man sich die serbische Gesellschaft ansieht, also Republik Serbien, wir haben Zustimmungs- oder Sympathieraten für Putin, die irgendwo bei 70-80% liegen. Das heißt, die Menschen sind der Meinung, dass das ein geeignetes Role Model ist. Wir haben auch in der Republika Srpska ähnliche positive Zuwendung zu Russland und zu Putin. Und Russland und Putin, also Putin ist ganz einfach ein autoritärer Herrscher, und Russland heute unter Putin ist ein autoritärer Staat. Also das heißt, da gibt es nicht viel rundherum zu reden. Auf der anderen Seite gibt es dann gerade bei den Bosniaken doch diese Tendenz, die Türkei zu verherrlichen. Türkei, die Politik der AKP, die Politik von Präsidenten Erdogan, wo immer wieder im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre diese historische Nähe betont wurde, die Freundschaft zwischen den beiden Völkern, also die in der Tat eine lange historische Beziehung haben. Und das ist auch gefährlicher geworden, weil eben wir derzeit die Weiterentwicklung der Türkei sehr schwer einschätzen können, und so wie sich derzeit oder gerade in diesem Moment die Türkei entwickelt, zeigt das eben auch sehr starke und sehr fragwürdige Tendenzen der Entfernung von einem demokratischen System und einer Hinwendung zu einem möglicherweise stark autoritären System. Also wir wissen nicht, also wie sich die Situation in der Türkei weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall ist es auch so, dass de facto und realita die Türkei sich bis zu einem gewissen Grad selbst aus dem EU-Integrationsprozess herausnimmt, und dass das auch sehr vielen Staaten in der EU gerade so passt. Also das ist gut, dass die dann irgendwie sich langsam aus diesem europäischen Integrationsprozess herausziehen. Das heißt, das sind Alternativen. Wobei diese beiden Alternativen, wenn man das runterbricht auf die Zahlen, Fakten oder wie auch immer, sind keine wirklichen Alternativen. Das heißt, auch Russland mit dieser großen und immer betonten historischen Nähe und Freundschaft ist schlicht und einfach jetzt wirtschaftlich, ökonomisch kein Faktor, weder in Serbien noch in der Republika Srpska. Es hat Investitionen da und dort. Im Vergleich aber zu österreichischen Investitionen, zu deutschen Investitionen, zu Investitionen aus der EU ist es verschwindend klein. Es ist geografisch woanders gelegen, so wie auch die Türkei etwas entfernt, weiter entfernt von Bosnien liegt, und Bosnien ist genauso wie die anderen Staaten des Westbalkans umgeben von den Staaten der EU, von Griechenland, von Rumänien, von Bulgarien, von Ungarn und so weiter. Das heißt, das Schicksal, das geografische Schicksal, aber auch das substanzielle Schicksal all dieser Regionen, trotz dieser Verheißungen in den anderen Role Models, ist ein europäisches Schicksal. Dieses europäische Schicksal ist heute, weil eben auch das Schicksal der EU sehr stark in Frage gestellt wird, auch fraglich. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin zum Beispiel da doch letztendlich jemand, der glaubt, dass die EU, die das immer wieder auch bewiesen hat, auch die Kraft haben wird, sich zu revitalisieren, sich als politisches Projekt zu erneuern. Und es gibt viele wie Jürgen Habermas und andere, die dafür plädieren, dass man da auch jetzt gerade in diesen Zeiten eine starke politische Rekonfiguration oder Erneuerung der Europäischen Union benötigt. Dadurch, dass eben die Region des Westbalkans und auch Bosnien in vielfacher Hinsicht
an die EU bereits angebunden ist, durch die Diaspora, durch die Investitionen, durch die Tatsache, dass auch in Bosnien eine große Anzahl der Menschen auch die EU-Staatsbürgerschaft hat, nicht nur die Kroaten, sondern viele andere. Ich glaube, das ist eine natürliche Verbindung, die eigentlich die einzige positive, reale Zukunftsoption darstellt, die aber natürlich gestört werden kann durch andere Role Models und durch die Turbulenzen, die es in der Europäischen Union gibt. Mhm. Vielleicht noch kurz zur österreichischen Innenpolitik. Ist es auch interessant, dass die FPÖ in Österreich sehr stark diese Verbindungen momentan auch zu einigen Vertretern der Republika selbst sucht. Also Strache und Dodik treffen sich regelmäßig, versuchen also Kontakte zu pflegen. Dann kommen auch so öffentliche Äußerungen, dass zum Beispiel Kosovo ein Teil Serbiens sei. Was verfolgt man hier, welche Strategie oder wie könnte sich das auch in Zukunft entwickeln, wenn wir jetzt einmal rein hypothetisch davon ausgehen, dass die FPÖ eines Tages auch wieder in der österreichischen Regierung sein könnte? Ja, ich meine, das ist ein Spiel, das schon seit längerer Zeit gespielt wird. Das ist aus meiner Sicht ein blanker populistischer Opportunismus. Das heißt, die Freiheitliche Partei hat ein einfaches Kalkül und das Kalkül besteht darin, jetzt gerade konkret, was die Migrantinnengruppen betrifft, die türkische Migrantinnengruppe oder auch die muslimischen Migrantinnengruppen sind tendenziell kaum bereit, die FPÖ zu wählen, also weil die FPÖ auch in den letzten Jahren sich als eine Speerspitze des Kampfes gegen den Islam auch dem verschrieben hat. Also auf der anderen Seite ist die serbische Bevölkerungsgruppe, Migrantinnengruppe, auch eben Wählergruppe in Österreich, die stimmenstärkste. Das ist die massivste Gruppe nach den Deutschen. Mhm. Und das ist ganz einfach ein zwar nicht riesengroßer Anteil der Wähler, aber doch ein signifikanter Anteil der Wähler, auch in bestimmten Wiener Bezirken und so weiter und so fort. Und diese relativ plumpe Anbiederung, die in meinen Augen ohne Substanz ist, weil gerade bei den Freiheitlichen kaum eine Kenntnis vorhanden ist über das, was sich in Serbien, in der Republika Srpska abspielt. Das wird ihnen zugeflüstert. Es gibt ein paar serbische Vereine in der Nähe der Freiheitlichen Partei, ein paar Personen aus der serbischen Community. Aber im Grunde genommen gibt es da keine große Kenntnis, kein großes Interesse, außer eben dieses vordergründige populistisch-opportunistische Interesse, dass man ein paar Wählerstimmen bekommt. Und auf der anderen Seite für Menschen und Personen wie Dodik ist es ganz opportun, weil sie de facto heute international isoliert sind. Also Dodik wird nicht mehr empfangen in Deutschland und Dodik wird auch nicht mehr in Österreich empfangen und auch nicht in den USA, sondern ist stillschweigend in eine Isolation hineingetrieben worden, die sich auch jetzt verstärkt hat seit dem Referendum. Und es gibt auch in Kreisen der internationalen Staatengemeinschaft eine stillschweigende Übereinkunft, dass man eben Dodik noch stärker isoliert. Und da ist es auch für Dodik ein willkommenes Fenster in die internationale Welt, wo er dann sagen kann, da internationale Freunde und so weiter. Was an diesen populistischen oder opportunistischen Anbiederungsspielchen gefährlich ist, ist eine allgemeine Tendenz, die es in europäischen Gesellschaften gibt, und zwar jene, dass die rechtsradikalen Kreise, die rechtspopulistischen Parteien an Bedeutung zunehmen, und sie werden jetzt auch nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-amerikanischen Wahlen auch weiterhin an Bedeutung zunehmen, dass diese Kreise rund um Marine Le Pen und Wilders und die Alternative für Deutschland in Deutschland oder die Freiheitliche Partei da oder die Fidesz in Ungarn, dass hier etwas entsteht, eine unheilvolle und negative Allianz, die dann zwar am Balkan oder auch in Bosnien, also nicht jetzt eine große primäre Rolle spielen wird, aber durchaus so stark sein kann, dass sie normale positive Prozesse von Reformen, von politischer Konsensfindung stören kann. Und das ist das, was man derzeit, glaube ich, insgesamt hat. Man hat eine geschwächte EU, jetzt auf dem globalen Plan eine geschwächte EU in der Region, in diesen Westbalkanstaaten. Man hat Spieler oder Player, die bereit sind zu stören, ohne dass sie jetzt substanziell etwas verändern können, aber es reicht ihnen vollkommen aus, wenn sie sprichwörtlich dann gesagt der Europäischen Union watschen, in der Republika Srpska oder in Serbien geben, das reicht für Russland vollkommen. Und das ist etwas, was man
in der Tat als eine negative Tendenz bezeichnen muss, die sich derzeit abzeichnet. Ja, also dann vielleicht noch abschließend eine wichtige Frage natürlich auch für uns, die bosnisch-herzegowinisch-österreichische Jugend. Was sind so die Lichtblicke für die Zukunft? Gibt es irgendwo Hoffnung? Und auch interessant natürlich, was können wir als junge bosnische Österreicher hier vielleicht bewirken, irgendeinen positiven Anstoß? Naja, die Geschichte der Menschheit ist insgesamt jetzt ganz allgemein gesprochen eine Geschichte von Hoffnung und Enttäuschung. Also es gibt Momente, in denen sehr viele Menschen enttäuscht werden, wutig werden, zornig werden, weil ihr Lebensstandard sinkt, weil sie sich politisch nicht repräsentiert sehen, also weil sie mit der Politik oder mit den Eliten unzufrieden ist, und das gab es immer. Derzeit erleben wir so einen Moment, wo sehr viel Wut im Bauch vorhanden ist, und eben das Ergebnis der US-Wahl ist das beste Beispiel. Da hat man aus dem Bauch heraus wutig und wütend und eben zornig reagiert und den Trump gewählt. Das gab es immer, das gibt es auch derzeit. Es gibt auf der anderen Seite auch, und das ist gewissermaßen diese dualistische Natur des Menschen, es gibt auf der anderen Seite sowohl in den Menschen selbst als auch in den Gesellschaften immer den Wunsch und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Es gibt immer den Fortschrittsglauben, wo man dann glaubt, dass eben das eigene Kind ein besseres Leben haben wird und dass man sich selbst durch harte Arbeit, durch Fleiß auch ein besseres Leben und eine bessere Zukunft erkaufen kann, erarbeiten kann. Das heißt, es gibt keinen einzigen Moment, wo nur Zorn alles bestimmt, und es gibt auch keinen einzigen Moment, wo nur die Hoffnung alles bestimmt. Und auch in den dunkelsten Stunden des 20. Jahrhunderts, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg oder in Srebrenica oder in Ruanda, dort, wo die größten Massaker verübt wurden, da gab es auch Hoffnung und da gab es auch Menschlichkeit. So, vor diesem generellen Hintergrund bin ich der Meinung, dass man eben durch diesen positiven und bejahenden Zugang zum Leben selbst eben eine gestalterische Kraft daraus entwickeln kann. Und diese gestalterische Kraft baut immer auf Optimismus. Sie hat natürlich einen realen Kern. Man muss immer von dem ausgehen, was man hat. Man muss in der Lage sein, zu differenzieren. Wo bin ich? Was ist das für ein Land? Wie sieht mein Bosnien aus? Ist es geteilt, ist es nicht? Also wie fühlen die Menschen, also wie fühlt die Gesellschaft darüber? Die Realitäten anerkennen, aber dann eben die Differenzierungsarbeit, die auch bedeutet, dass man bestimmte Wahrheiten, die als gesetzt gelten, auch sich wagt zu hinterfragen. Ja. In Bosnien ist es das ethnische Paradigma, die ethnische Wahrheit. Und wenn man diese allein herauskitzelt und hinterfragt, dann macht man schon einen ersten Schritt. Das heißt, diese Differenzierungsarbeit und begleitet eben mit Optimismus und mit einem Fortschrittsglauben ist ein Motor. Das ist eine Maschine, die uns bewegt, die uns motiviert und die jetzt auch Sie bei der Gründung dieses Vereins wahrscheinlich motiviert hat. Wir wollen und wir möchten etwas Rationales, Vernünftiges, Positives in die Welt setzen. Absolut. Und wir wollen damit auch tatsächlich etwas verändern. Mhm. Und wenn man jetzt vor diesem Hintergrund sich gerade die bosnische Gesellschaft ansieht oder auch die Westbalkangesellschaften ansieht und auch jetzt nochmal auf die politische Ebene hinüber switcht, glaube ich, dass es jenseits des dominanten Bilds von, das sind die politischen Parteien, die sind korrupt, die spielen mit dem Nationalismus, die gewinnen die Wahlen, die Jobs bekommen diejenigen, die in diesen klientelistischen Netzwerken drinnen stecken oder wie auch immer, dass es auch jenseits dieses Bilds auch andere Bilder der bosnischen Gesellschaft gibt. Also wir haben zum Beispiel Studien, die zeigen, dass das Sozialkapital in Bosnien weiterhin intakt ist, dass es vorhanden ist, dass es funktioniert, dass es auch die ethnischen Grenzen übersteigt. Man hat das bei den Überschwemmungen im Jahr 2015 gesehen, dass in einer Extremsituation eben Menschen, Bosniaken aus Bihać nach Doboj fahren und den Menschen helfen und vice versa. Das heißt, es gibt jenseits des dominanten Narrativs
alles geht nicht, alles ist kaputt, oder Würmer, es gibt auch was anderes bei den Menschen. Da muss man ansetzen. Das ist etwas, wo es wert ist, dafür zu kämpfen und eben dieses Positive im sozialen Kapital nochmal zu potenzieren. Es gibt auch in der Region Ansätze davon. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Belgrad sieht und dort sieht man einen dominanten Herrscher, der auch sehr stark autoritäre Züge hat, aber zugleich rhetorisch pragmatisch ist, Aleksandar Vučić. Und man sieht dann aber, wie die Menschen rund um dieses Bauprojekt Sava Mala auf die Straße gehen, mobilisieren, versuchen, diesen Diskurs herauszufordern. Mhm. Dann ist es auch etwas Emanzipatorisches, was da entsteht. Oder wenn man jetzt hinunter dann Richtung Süden blickt, nach Mazedonien, wo seit einigen Jahren großer Stillstand herrscht und der Premierminister Gruevski, der derzeit nicht im Premiersessel sitzt, auch eine Form von autoritärer Herrschaft aufgebaut hat im Laufe der Zeit mit seiner Partei. Und wenn man dann sieht, also wie diese jungen Menschen in dieser sogenannten bunten Revolution auf die Straße gehen, Fragen stellen, Allianzen suchen, dann ist es auch etwas Positives. Das heißt, ich bin insgesamt der Meinung, dass auch in dunkelsten Zeiten der Menschheit, und heute sind die Zeiten schattig und grau, dass es da eben sehr viele Möglichkeiten gibt, tätig zu sein, zu handeln, dass man aber mutig sein soll, dass man stets um die Differenzierung bemüht sein soll, dass man Negatives und Schlechtes auch benennen soll, den Hass, die Ausgrenzung, so wie jetzt, also da gibt es eine wunderbare Rede von der Caroline Emke, die unlängst vor drei Wochen den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Und die hat eine wunderbare Rede anlässlich der Verleihung dieses Preises gehalten. Und gerade diese Rede ist wahrscheinlich ein Plädoyer gegen die Vereinfachung, für die Differenzierung, für den positiven Kampf, für die Werte, für die es zu kämpfen gilt, Werte der offenen Gesellschaft, Werte der Transparenz, Werte der Leistung, und eben gegen Reduktion auf etwas, was zum Beispiel in diesem Fall auch Bosnien nicht ist. Bosnien ist nicht, so wie es manchmal aussehen mag, ein dunkler Fleck. Es ist kein dunkler Fleck, nichts ist ein dunkler Fleck. Dunkler Fleck wird etwas, also zu einem dunklen Fleck wird etwas, wenn man den Kampf aufgibt, wenn man nichts tut, wenn man sich nicht bewegt, wenn auch der letzte Mensch und die letzte Energie erloschen ist. Und das ist in Bosnien und auch in der Region nicht der Fall. Und die Gründung des Vereins, also dieses Vereins in Wien, ist auch ein Beispiel dafür, dass man auch im Jahr 2016, viele Jahre nach dem Krieg, fast nach zwei Jahrzehnten der Dominanz des Ethnischen, auch nochmal den Blickwinkel schärfen kann für die Differenzen, dass man sich bemühen kann und dass man sich tatsächlich um auch ein normales Bosnien, auch außerhalb der Grenzen von Bosnien, einsetzen kann. Und das ist ein ehrenhaftes und wichtiges Vorhaben. Na, auf jeden Fall. Es ist auch unsere Motivation gewesen, dass wir hier einfach einen Schritt wagen, weil natürlich, genau wie Sie gesagt haben, solange es Hoffnung gibt und Leute gibt, die also etwas versuchen, bleibt es auch eben die Möglichkeit erhalten, dass sich hier was verändern kann. Wenn natürlich niemand etwas wagt, dann schaut es entsprechend schlecht aus und dann kommt eben genau dieser dunkle Fleck eventuell zustande. Aber ich glaube, das können wir nicht einfach so hinnehmen. Mhm. Genau. Also kann unsere Arbeit auch in Österreich hier Früchte tragen, beziehungsweise für das Zusammenleben hier einen guten Beitrag leisten? Jetzt diese Jugendarbeit, dieses Engagement innerhalb der Communities, das aber auch ein verbindendes Element haben soll zwischen den Volksgruppen? Ja, ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall fruchten kann, aus mehreren Gründen. Also der erste Grund ist tatsächlich, dass dieser Verein, so wie ich ihn bis jetzt erlebt habe und von dem, was ich mitbekommen habe über die Inhalte auf Facebook und auf der Homepage, dass dieser Verein ein wenig kontraintuitiv aufgestellt wurde, das heißt, den Versuch wagt, jenseits der Einteilung in die drei ethnischen Gruppen das gesamt bosnisch-herzegowinische anzusprechen und dann eben Menschen aller Religionszugehörigkeit und auch jener ohne Religionszugehörigkeit, die aber auch bosnische Staatsbürger sind, anzusprechen. Ich meine, das ist einmal wichtig, weil es das dominante Gesellschaftsmuster bricht und weil es auch das dominante Gesellschaftsmuster
auch in Österreich bricht. Auch in Österreich fand in den 90er Jahren ein Prozess der ethnischen Partikularisierung der einzelnen Vereine. Das heißt, die Menschen haben sich dann in jeweils, die Bosniaken blieben unter sich, die Serben aus Bosnien haben sich eher mit den Serben aus Serbien in Vereine zusammengetan und Kroaten aus Bosnien, also sehen sich meistens in den kroatischen Vereinen zu Hause. Das heißt, das ist einmal wichtig, kontraintuitiv und anders. Der zweite Grund ist, warum ich glaube, dass die Arbeit sehr wichtig ist und auch Früchte tragen kann, ist, dass es eben gerade in Österreich sehr viele junge Menschen gibt und dass diese jungen Menschen immer wieder kommen. Einige bleiben, einige gehen, es gibt viele Studenten, Studentinnen. Und das ist eine Bevölkerungsgruppe, und die ist am stärksten, also von allen anderen EU-Staaten, von allen anderen Diaspora-Gruppen ist sie am stärksten in Österreich. Das ist am nächsten, es ist geografisch nahe, die Studienbedingungen und auch jetzt die Studiengebühren sind, das ist einfacher als in manchen anderen Staaten. Und das zieht Menschen an, das wird auch weiterhin Menschen anziehen. Und Menschen aus Bosnien kommen auch dorthin, wo sie schon bestimmte Netzwerke haben. Und durch diesen Verein entsteht auch ein neues Netzwerk, wo man auch all jenen, die aus Bosnien kommen, die zu studieren beginnen, die vielleicht auch schon länger da sind, auch eine kleine neue Heimat bietet. Also eine kleine neue Heimat, die etwas anders auch darstellt, als eben das dominante Muster im Land selbst darstellt. Und drittens, warum die Arbeit des Vereins fruchten kann, ist etwas, was natürlich gesamtösterreichisch betrachtet werden muss. Also es gibt gerade in Österreich heute eine gesellschaftliche, soziale Stimmung, die gerade in den letzten zwei Jahren ins Negative gekippt ist. Auch die österreichische Politik ist ängstlicher geworden. Die Politik wird auf der Basis der Ängste auch gemacht. Die Gesellschaft ist polarisiert. Also man hat das bei den Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahlen auch gesehen, also wie stark da die beiden Gruppen auch teilweise mit Hass aufeinander losgegangen sind. Es gibt in einigen Bereichen auch unterschiedliche Radikalisierungstendenzen und die Radikalisierungstendenzen sind da nicht nur beschränkt auf die oft in den Medien in den Mittelpunkt gedrängten islamischen Radikalisierungsprozesse, sondern es gibt auch Radikalisierungsprozesse bei den Rechten und bei den extrem Linken und so weiter und so fort. Und da ist es umso wichtiger und da kann der Verein eine wichtige Funktion haben, dass man Akzente dagegen setzt, dass man Aktivitäten aufbaut, die gegen die Ausgrenzung, gegen den Hass und für die Differenzierung sich einsetzen. Und ich betone immer wieder diese Differenzierungsarbeit. Die Differenzierungsarbeit heißt ganz einfach, dass auch in der österreichischen Gesellschaft, die im Laufe der Flüchtlingskrise zunehmend panischer und ängstlicher geworden ist, dass es auch da eben Differenzierung braucht, dass eben ein Flüchtling ist und ein Flüchtling nicht gleich automatisch krimineller, dass ein Mensch des islamischen Religionsglaubens nicht automatisch ein radikalisierter Terrorist ist, dass auch jemand, der am linken oder rechten Rand verzweifelt ist, auch mit Argumenten abgeholt werden kann und so weiter und so fort. Das braucht ganz einfach Maßnahmen und Aktionen, die versöhnen, die differenzieren und durch die Differenzierung und durch das ständige Sprechen auch versöhnen. Und solche Vereine, auch wenn sie noch klein sind am Beginn, wenn sie die Arbeit ernsthaft nehmen, wenn sie diese Mühe der differenzierten Argumentation auf sich nehmen, haben, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, auch in Gesellschaften wie der österreichischen Gesellschaft, in Zeiten der zunehmenden Polarisierung, haben sie einen wichtigen Platz. Und es ist zu hoffen, dass es eben dem Verein, den sie gegründet haben, also gut gehen wird und dass sie auch die Aktivitäten ausbauen können im Laufe der Zeit. Es ist aber auch zu hoffen, dass sie dann die Allianzen bilden mit anderen Vereinen, die ähnlich denken. Es gibt ja sehr viele, die auch ähnlich argumentieren. Es ist natürlich dann auch jetzt nochmal auf das Bosnische zurückkommend auch wichtig, dass man mit anderen Vereinen Kontakt sucht, dass man nach außen geht und eben versucht, die jungen Menschen für einen positiven und guten Zweck auch zu gewinnen. Ich glaube auch, dass eigentlich wir mit diesem Hintergrund, dem Wissen auch über die Situation in Bosnien, was dort vor allem auch in den 90ern passiert ist, vielleicht auch anders auf aktuelle politische Prozesse hier blicken. Natürlich, auch hier ist es jetzt, es wird immer eine
mehr pluralistische Gesellschaft. Und das bringt Herausforderungen mit sich, aber natürlich kann man diese Herausforderungen, denke ich, auch bewältigen. Und man merkt eben, Bosnien praktisch hat man hier auch als ein negatives Beispiel, wie es im schlimmsten Fall auch enden kann. Und ja, ich glaube, mit dem Bewusstsein auch ein bisschen für eine gewisse Sensibilisierung zu sorgen, ist, glaube ich, auch ein Auftrag, den wir erfüllen können, weil hier ist, glaube ich, einigen noch nicht klar, wie gefährlich letztendlich dann auch teilweise bestimmte Rhetorik ist, die hier also Gräben durch die Gesellschaft treibt. Ja, das ist eben dieser ganz, ganz wichtige also ganz wichtiger Beitrag auch, den Bosnien insgesamt in Europa irgendwie geben kann und machen kann, weil man vor dem Hintergrund dieser grausamen Erfahrung der 90er Jahre, die zu einem Zeitpunkt kam, wo man euphorisch war über die neue Weltordnung und den neuen Beginn der Geschichte und den Sieg der Demokratie, dann hat man in der Tat im Kleinen gesehen, wie innerhalb der kürzesten Zeit diese Radikalisierungsprozesse, die zuerst rhetorisch beginnen und sich dann irgendwie fortsetzen, wie die eskalieren können und wie sie dann auch zu einem Massengemetzel führen können. Wir sind nicht so weit in Europa, wir werden hoffentlich nicht so weit kommen in dieser Situation, aber es ist immer wieder wichtig, den Anfängen zu wehren, diese Fragen zu thematisieren und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass eben radikale Rhetorik, Hass nie ohne Folgen sind. Wer einmal Hass sät, dann erntet auch dann Hass auf der anderen Seite und das kann sich dann sehr, sehr schnell aufschaukeln und kann wirklich sehr schnell in etwas sich verkehren, was überhaupt diesem gesamteuropäischen Friedensprojekt einen ganz großen Schaden zufügen kann. Und da ist es umso wichtiger, dass es eben Menschen, Vereine, Vereinigungen, Gruppen von Menschen gibt, die dem was entgegensetzen. Dem, was entgegensetzen durch Aktion, durch Arbeit, durch Differenzierung, durch Argumente. Und das ist dann auch für den Verein, den Sie betreiben, glaube ich, umso dringender und dringlicher, sich auch diesen Fragen zu widmen und auch in den gesellschaftlichen Diskurs, in diesem gesellschaftlichen Diskurs einen Platz zu finden. Ne? Okay. Passt. Herr Tobi. Für den Kamerastift. Kamerastift.